Am Samstag, den 17. Juni 2017, hat eine Klägergruppe, bestehend aus Sarah Lucia Hassel-Reusing, Gabriela Schirmer-Göres und Wolfgang Effenberger, Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Bundestags vom 9. November 2016 über die Verlängerung und Erweiterung des Syrien-Einsatzes der Bundeswehr eingereicht. Gemäß Klagebegründung verletze der Bundeswehreinsatz die Angriffskriegsverbote und störe das friedliche Zusammenleben der Völker, wie dies im deutschen Grundgesetz Artikel 26 und in der UNO-Charta Artikel 2 Absatz 4 festgeschrieben ist. Die syrische Regierung habe zudem bereits im Juni 2016 klar und deutlich gegen den deutschen Einsatz, der weder von ihr erbeten noch mit ihr koordiniert wurde, protestiert. Auch die Syrien-Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates legalisieren den Einsatz im Grunde genommen nicht, weil sie nicht feststellen ließen, dass friedliche Mittel erfolglos oder aussichtslos seien. Dies aber wäre gemäß Artikel 42 der UNO-Charta Bedingung. Somit sei eine Genehmigung seitens der Bundesregierung, militärische Mittel einzusetzen, rechtswidrig. Die Klagebegründung zeigt weiter auf, dass auf EU-Ebene ein Bündnisfall vergleichbar dem NATO-Bündnisfall im Konfliktfall eines Bündnispartners nicht vorgesehen ist. Für den EU-Bündnisfallbeschluss vom 16. und 17. November 2015 hätte zuvor die Zustimmung der nationalen Parlamente aller EU-Mitgliedstaaten eingeholt werden müssen. So schreibe es das Lissabon-Urteil vom 30. Juni 2009 vor. Für die EU bestehe also keine gültige Bündnisfallklausel. Die Bundeswehr dürfe demnach nur für Kampfeinsätze zur Verteidigung des eigenen Landes eingesetzt werden. Kurz zusammengefasst, es gäbe für einen Bundeswehreinsatz weder eine nationale, noch eine europäische, noch eine völkerrechtliche Rechtsgrundlage. Zusätzlich stellt die Klägergruppe fest, dass aufgrund der Bestrebungen, das Land zu zerteilen, sowie aufgrund mangelnder Koordination der in Syrien militärisch involvierten Staaten eine Eskalation dieses Konflikts drohe. Die Atommächte USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, Israel, China und Saudi-Arabien seien wegen unterschiedlicher Interessen in den Syrien-Konflikt involviert. Der Beitritt der NATO zur internationalen Allianz zum vorgeblichen Kampf gegen ISIS verschärfe die Lage zusätzlich. Massive Eskalationsgefahr drohe derzeit vor allem aber durch die einseitige illegale Flugverbotszone bzw. Sicherheitszone, welche die USA ausgehend vom syrisch-jordanischen Grenzort Al-Tanf eigenmächtig zu errichten versuchen. Im Mai und im Juni 2017 hatte diese sogenannte internationale Gemeinschaft bereits zwei Luftangriffe gegen die in Richtung Al-Tanf vorrückende syrische Armee und deren schiitische Verbündete geflogen. Auch die von Russland, dem Iran und der Türkei vereinbarten Deeskalationszonen bedeuten gleichermaßen ein Eskalationsrisiko, weil völlig unklar ist, inwieweit sich die anderen in den Syrien-Konflikt involvierten Gruppierungen daran halten werden. Die Durchsetzung all dieser Zonen bedeutet in letzter Konsequenz den Abschuss der Kampfflugzeuge, die sich nicht daran halten, bis hin zu der Gefahr der direkten Konfrontation mit Russland. Nach Auffassung von Sarah Hassel-Reusing aus der Klägergruppe sei eine Eskalation des Syrien-Konflikts zum thermonuklearen Krieg, das heißt Atomkrieg, mit seinen katastrophalen globalen Folgen nicht auszuschließen. Und an diesem extrem hohen Eskalationspotenzial zündelt derzeit die deutsche Bundeswehr durch ihren Syrien-Einsatz mit. Doch darüber scheint sich die deutsche Bevölkerung, und dies vor allem aufgrund bewusst betriebener Desinformation seitens der Leitmedien, mehrheitlich gar nicht im Klaren zu sein. Denn andernfalls wären bereits sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt worden, die Bundeswehr-Auslandseinsätze auf friedlichem Weg zu beenden. Da, wie die Verfassungsbeschwerde der Klägergruppe Sarah Lucia Hassel-Reusing, Gabriela Schirmer-Göres und Wolfgang Effenberger festhält, die Politik derzeit nicht nach geltendem Recht handelt und ebenso auch die Medien nicht ausgewogen und entsprechend der Wahrheit berichten, liegt die Verantwortung für eine unverstellte Information und entsprechendes Handeln in den Händen der Bevölkerung. Bitte helfen auch Sie mit, diese wichtigen und für die ganze Welt existenziellen Informationen zu verbreiten. Wie Zerstörungen US-Dominanz bewirken. Die Tapka-Talsperre in Syrien wurde vor rund 50 Jahren von der Sowjetunion errichtet. Der ranghohe russische General Sergei Rutskoy gab Ende März 2017 bekannt, dass US- und NATO-Kriegsflugzeuge bei einem Luftangriff diesen Euphrat-Staudamm getroffen haben. Zur selben Zeit wurden auch vier Brücken in dieser Region zerstört. Rutskoy betonte seine Besorgnis, dass die US-Regierung und deren Verbündete unentbehrliche Infrastruktur in Syrien zerstören, um den Bedarf an Wiederaufbau nach dem Krieg möglichst groß zu halten. Der Sinn dahinter?
Für den Wiederaufbau benötigt Syrien Kredite vom IWF und der Weltbank. Andere Länder in ähnlicher Lage wurden, um überhaupt Kredite zu erhalten, genötigt, beim wirtschaftlichen Aufbau US-Großkonzerne zu begünstigen. Diese dominierten und diktierten anschließend die Wirtschaft dieser Länder. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens, destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Lande seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjekts bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen, Lohnterroristen im Lande seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jede dieser Gruppen eine besondere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte, egal wodurch, für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesen Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto: Synergie über alles. Gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt zusammengewürfelte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein. So zum Beispiel für Selbstmordattentate und so weiter. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjektes. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge und er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielt zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfsmaßnahmen von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilung steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her. Gezielte Schuldzuweisungen an das Zielobjekt. Möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker. Möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfsansatz von außen her. Umsturz und Beseitigung der Zielregierung. Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen. Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller, die zuvor als Helden angesehen waren, nun aber nur noch Terroristen genannt werden. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen. Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens. Sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen
in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine erwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seinen größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Achtens. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. Wir haben andere außenpolitische Interessen. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? He died.